1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Herzlich willkommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Sendung beginnt und mein Licht fängt hier oben an zu flackern. Aber jetzt hat es sich wieder beruhigt. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Mittwoch, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das ist ja wie immer eine offene und freie Themensendung. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer für euch oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, das ist der Peter. Und Peter ist 52 Jahre alt. Hallo Peter. Ja, mein Problem ist das, ich habe gestern meine Tochter verloren. Und zwar durch einen Autounfall, durch einen sehr schweren, saßen ich, Entschuldigung, ja. 6 Personen im Auto. Ja. Und 4 sind gestorben und einer ist schwer verletzt und einer wird wohl überleben. Mein Problem ist, du merkst, es geht mir sehr warte, nah. Lass mich mal einfach ein paar Fragen stellen. Gerne. Vielleicht ist es dann einfacher für dich zu sprechen. Wo ist das gestern passiert, Peter? Es passiert, meine Tochter und mein, ich habe 3 Kinder. Mhm. Meine Tochter und mein mittlerer Sohn gehen beide auf ein Internat in der Nähe von Bad Nauheim in Hessen. In Hessen, ja. Mhm. Und um 3:30 war wohl keine Schule mehr. Mhm. Und da ist ein Jugendlicher mit 18 Jahren, der nicht auf dem Internat ansässig ist, wohl vorgefahren und der hat wohl eine Liaison mit einer Internatsangehörigen und hat ganz salopp gesagt, wir fahren da und dahin, habt ihr nicht Lust mitzufahren. Und da ist deine Tochter mit eingestiegen? Da ist meine Tochter mit eingestiegen. Die waren also zu 6 völlig überfüllt in einem VW Polo. In einem VW Polo. Welches Alter hat deine Tochter, Peter? Die ist genau vor einer Woche 16 geworden. 16 Jahre alt. Und da sind diese jungen Leute in dem überfüllten Kleinwagen losgefahren. Wie hat sich denn der Unfall dann ereignet? Ich kann nur von Hören sagen. Es ist so, dass das Fahrzeug gefahren ist auf einer langen Geraden, die links und rechts ziemlich hoch bewachsen war mit Gräsern. So, und der Fahrer war wohl der Annahme, dass diese Gerade noch wesentlich weiterführt und hat nicht beachtet, dass es auf einmal eine Querstraße, die eine Bundesstraße war, also eine wesentlich stärker frequentierte Straße. Und eine Vorfahrtsstraße vermutlich dann. Richtig, und er hat also ohne auf die Vorfahrt zu achten, im Prinzip genau die Straße gequert, als der ungefähr 30 oder 40 Tonnen Laster die volle Breitseite erwischt haben und ungefähr 30 Meter mit sich geschlagen. Oh Gott. Das heißt, der Lastwagenfahrer konnte nicht ausweichen? Dem Lastwagenfahrer ist nichts passiert, der hat nur einen schweren Schock. Ja. Und dem kann ich auch keinen Vorwurf machen. Wie viele junge Leute waren insgesamt in dem Auto? Es waren insgesamt in dem Auto, also der 18-jährige Fahrer und 5 Mädchen. Und 5 Mädchen. Und ich habe es gerade am Anfang, als du es gesagt hast, nicht ganz verstanden. Wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? 4. 4? Und einer schwebt in höchster Lebensgefahr, ein Mädchen. Also 4 Mädchen sind ums Leben gekommen? Ja. Der Fahrer und nicht? Das Schlimme, das Tragische ist, alle 4, das ist ja ein Internat, alle 4 aus einem Zimmer. Alle 4 aus einem Zimmer? Das Zimmer ist so komplett leer. Und sind alle tot. Ja. Mein Problem ist das, ich hatte einen Schlaganfall und bin, das gehört zur Krankheit, ziemlich nah an Wasser gebaut, wie man hört. Ja, das ist aber auch nur sehr verständlich in der Situation. Ja, und meine Frau und mein zweiter Sohn, der noch hier wohnt, mein erster ist als so ein Krankenpfleger ausgezogen, kommen überhaupt nicht mit der Situation klar. Meine Frau funktioniert wie ferngesteuert, völlig apathisch und mein Sohn spielt den starken Mann und lässt sich nicht anmerken, dass er sehr, sehr traurig ist. Ja, aber das ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Wie alt ist denn dein Sohn, der zu Hause noch wohnt? 18 Jahre. Ich finde das, ich habe das schon sehr oft gehört, Peter, dass Leute, die so einen furchtbaren Schicksalsschlag erleiden, dass manche ganz anders reagieren. Der eine reagiert wie deine Frau, dass sie irgendwie funktioniert, dass sie einfach apathisch ihre Sachen macht. Richtig. Der andere will vielleicht irgendwie die Stärke raushängen lassen, um die Traurigkeit in sich zu verbergen. Aber ich habe Angst, dass ich was verarbeite. Ich kenne meine Frau, wir sind 22 Jahre verheiratet. Ich habe mich verstanden. Du hast Angst, dass du was falsch machst? Ja, also ich möchte nicht irgendwo, ich habe das Gefühl, dass sich in ihr was anstaut und dass es irgendwann zum Ausbruch kommt. Und ich mir schon klar, dass eigentlich der Ausbruch gut ist und auch weinen hilft. Ja, unbedingt, ja. Aber es passiert nichts. Wann, es ist aber auch jetzt, es ist ein Tag erst her, ne? Wann habt ihr diese schlimme Nachricht erfahren, genau? Also ich hab's kurz nach 11 Abend, wir haben noch im Haus aus der Anstalt gesehen im ZDF und haben schön gut gelacht, weil es wie immer gut war. Und dann klingelte es und dann, war sehr... Stand jemand vor der Tür, die Polizei? Nee, das war wie im Film quasi, ja. Also ich wohne... Ich habe ein Haus mitten im Wald und habe mich sehr gewundert. Ich habe gedacht, da haben irgendwelche Lausbuben wieder geklingelt. Und auf einmal ging die Tür auf, die normalerweise nur von mir aufgemacht werden kann. Ja? Oder von jemand, der sich ein bisschen auskennt. Und dann kam mein zweitältester Sohn und hinter ihm zwei Polizisten mit schusssicheren Westen an. Und hinter diesen Polizisten kamen dann noch vier Personen. So, und dann kamen die an die Tür und dann sagte ich, was hat er angestellt, ja. Mein erster Gedanke auch. Ja, klar. Ich habe gesagt, er hat irgendwie was Mist gemacht. Das heißt, die Polizei hatte deinen älteren Sohn schon ausfindig gemacht? Nee, der war ja auf dem Internat mit. Ach, der war auch auf diesem Internat? Und ach so. Die anderen Leute, ach so, verstehe. Die ich jetzt nicht mehr benannt haben, die gehörten zum Kriseninterventionsteam. Ja, ja. KIT, Abkürzung. So. Und dann haben die Polizisten... Und ich habe dann gefragt, was ist los? Und haben die gesagt, nein, es ist überhaupt nichts mit ihrem Sohn. Aber können wir mal reinkommen? Da habe ich gefragt, ja, okay, aber sagen Sie mir doch bitte, was los ist. Ist was mit Nina? Und dann hat kein Mensch geantwortet. Und haben alle nur gesagt, haben sie irgendwo etwas zum Sitzreport setzen. Und dann sind sie ins Wohnzimmer und dann habe ich gefragt, ist Nina tot? Und das ist... Da hat immer noch keiner was gesagt und dann endlich hat einer gesagt, ja, das war der Arzt und der hat dann vielleicht seinen Blutdruck gemessen und der war natürlich in dem Moment astrologisch hoch und das ist bei mir als Schlaganfall hat sie nicht ganz ungefährlich und da hat sie mir gleich eine Spritze gegeben. Sag mal, Peter, was habt ihr heute den Tag über gemacht? Sekunde, jetzt kommt gerade meine Frau rein. Ja, und weiter? Nochmal. Ich hatte dich gefragt, was ihr heute den Tag über gemacht habt. Ja, das ist also das Übliche. Wir waren bei der Pietät. Bitte? Und es ist also so, dass Nina, also meine Tochter, von der Staatsanwaltschaft noch nicht freigegeben worden. Weil das doch ein Unfall ist, der nicht so ganz alltäglich ist. Und da schaltet sich die Staatsanwaltschaft an. Und insofern wissen wir nicht, wann Nina überführt werden kann in meinen Heimatort, der ist Taunus, in der Nähe von Bad Homburg. Und wir waren bei der Pietät, haben einen Sarg ausgesucht, haben festgelegt, wie geschmückt wird, haben festgelegt, dass wir keinen Pfarrer haben wollen, sondern einen Priester, der ein bisschen auf uns eingeht auch. Und Nina war ein großer Pferd und auch hat geritten und auch teilweise erfolgreich. Ja. Und die Pferde waren ja ein und alles. Ja. Peter, ich habe so den Eindruck, dass dir das ungeheuer schwerfällt zu sprechen. Ja. Ja, natürlich, ja. Wenn die Situation, was ja auch verständlich ist, so
unfassbar bedrückend in eurer Familie ist und du auch Angst hast, dass du gar nicht weißt, wie du dich verhalten sollst deiner Frau gegenüber, ja, und dass genau, du da noch Angst hast, ja, dann würde ich euch ganz, ganz dringend anraten, und wir werden euch gleich dabei behilflich sein, dass ihr sofort morgen eine direkte psychologische Hilfe bekommt. Okay. Das wird möglich sein, sehr schnell zu organisieren, auch in eurem Umfeld. Ja. Das wäre hier nicht schlecht. Ja, ich finde, das ist ganz wichtig jetzt. Vor allen Dingen auch in Anbetracht deiner Erkrankung. Jeder ist mit sich selbst und dem Unglück beschäftigt in eurer Familie. Jeder. Ja, und das ist richtig. Keiner kann wahrscheinlich richtig an den anderen jetzt rankommen. Und da ist es sehr gut, wenn da ein Mensch mit euch zusammenkommt, der... Das ist so eine Trauerbewältigung, oder? Ja, so etwas. Muss ich mir das vorstellen. Genau, in der Richtung, der mit dieser traumatischen Situation halt umgehen kann und der euch ein bisschen helfen kann. Gut. Mir tut es sehr, sehr leid, was euch passiert ist. Mir tut es sehr leid, ein tiefes Mitgefühl. Danke. Ja, es ist manchmal ungerecht, dass die Jungen vor den Alten sterben, sage ich immer. Aber sie hatte ein erfülltes Leben. Und jeder hat gesagt, sie musste nicht leiden. Es ging so schnell, es war sekundentot. Das ist das Einzige, was ein bisschen tröstet. Ja. Ja, in der Tat ist das ein ganz kleiner Trost, dass sie nicht leiden musste. Oder es ist schon ein Trost, dass sie nicht leiden musste. Natürlich. Ja, das ist richtig. Dass sie keine Schmerzen ausgehalten hat. Auch, dass sie keine Angst haben musste. Ja, und das Schlimme war zum Beispiel die Mutter von dem Kind, von dem ich erzählt habe, was dem so schlecht geht, ja. Mhm. Also mehrfache Rückenfraktur, also mit Querschnitt und dann auch permanente Hirnblutung, die man nicht in den Griff bekommt, die ruft an und entschuldigt sich quasi dafür, dass ihre Tochter lebt und unseren Tod. Das ist so. Also völlig verrückt eigentlich. Ja, da siehst du mal, wie alles aus dem Fugen gerät in einer solchen, bei einem solchen Schicksalsschlag, dass man sich dafür entschuldigt, dass das eigene Kind lebt. Das ist natürlich auch die tiefe, tiefe Trauer der Frau und das Mitgefühl für euch, dass das alles so geschehen ist. Ja. Lieber Peter, dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Das geht jetzt folgendermaßen. Du wirst bitte auflegen und dann ruft dich meine Psychologin, die Anja, an. Alles klar. Und dann wird Anja dir für deine Umgebung einen Ansprechpartner sagen und das organisieren für mich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft. Das können wir glauben. Ganz viel Kraft und ja, wirklich Kraft. Danke, danke. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. So, jetzt bin ich verbunden mit Ulla, 55. Hallo Ulla. Hallo Domian. Und bei dir ist auch Manfred. Und Manfred ist auch 55. Ja. Ja, ist das dein Mann? Mein Freund. Dein Freund. Ja. Und was geht's, Ulla? Ich muss mal grad sagen, das war jetzt gerade ein Gespräch, was mich erstmal schlucken lässt. Ich muss die Gedanken erstmal sortieren. Ja, das geht mir eigentlich auch so. Schockierend im Moment, ne? Schockierend. Es scheint ja offensichtlich ein sehr schwerer Autounfall gewesen zu sein. Ich habe in den großen Nachrichten davon nichts gehört, gesehen. Mhm. Nee, nur das überhaupt zu hören, den Mann zu hören, das ist erschütternd irgendwie, ja. Ich sortiere mich jetzt im Moment und ja. Sag mir doch einfach mal so eine Überschrift vielleicht zu deinem oder eurem Thema. Ja, also es geht bei uns darum, also der Manfred, der ist also psychisch krank und kann seit 4 Jahren die Wohnung nicht verlassen. Mhm. Was ist das für eine psychische Erkrankung? Also es wurde so diagnostiziert, soziale Phobie, Angsterkrankung, Depression, also da kommen einige Erkrankungen zusammen. Mhm. Das heißt, er ist auch in all diesen Jahren nicht psychologisch behandelt und betreut worden? Anfangs ja. Bis zu dem Tag, als er also die Wohnung nicht mehr verlassen konnte, da ist nur einmal dann in dieser Zeit eine Psychiaterin zu ihm nach Hause gekommen. Ah ja.
Domian, darf ich den Manfred dir geben? Sehr gerne. Dann kann er mir das persönlich sagen. Ja, sehr gerne. Ach, wir reden gleich weiter, Ulla, ne? Okay. Okay. Ja. So machen wir's. Hallo, Domian. Hallo, Manfred. Schön, dich kennenzulernen, akustisch zumindest. Ja. Also seit 4 Jahren nicht mehr draußen gewesen, hat Ulla mir gerade erzählt. Ja, genau. Ja, 4 Jahre die Wohnung nicht verlassen, 4 Jahre nicht gesprochen mit anderen Menschen. Sag mal, Manfred, überhaupt nicht? Auch nicht mal einen kleinen Spaziergang nachts? Gar nichts. Überhaupt nicht? Gar nicht. Hm. Und auch nicht gesprochen mit anderen Menschen. Nur mit Ulla? Ja. Ihr wohnt zusammen? Ja, genau. Mhm. Hattest du diese Erkrankung, ist die so schleichend gekommen, dass du schon vor... Ja, ich eigentlich seit meiner Kindheit und ich konnte sie dann überwinden während meiner Arbeitszeit. Da habe ich mich angepasst dann, ne? Mhm. Als ich gearbeitet habe und konnte mich noch anpassen und habe es dann jetzt im Alter aber nicht mehr geschafft, weil es auch körperlich zu anstrengend ist, dieses Anpassen immer. Das wollte ich gerade gefragt haben, hatte die Ulla auch gefragt. Die letzte Behandlung bei einem Psychiater war dann einmal ambulant bei dir zu Hause? Oder, also ein Hausbesuch war das? Das war eigentlich nur eine Feststellung der Amtsärztin, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Hm. Stelle ich mir sehr... ja, auch eine sehr bedrückende Situation für dich und für euch vor, dass du so leben musst. Ja, ich weiß nicht genau, ob es für mich bedrückend ist. Alle Menschen verlangen von mir, ich soll mich wieder anpassen, ich soll wieder rausgehen, aber eigentlich fühle ich mich wohl. Ach so, du empfindest das gar nicht als schlimm. Ich finde es nicht als schlimm, aber andere Menschen irgendwie, mit denen ich spreche, die sagen, das ist schlimm, du musst irgendwas unternehmen, du musst wieder rausgehen und... aber ich empfinde es doch gar nicht so schlimm. Was wäre jetzt, nehmen wir mal den Fall, ich meine, das kann ja immer wieder passieren, du hast Glück gehabt, dass es nicht passiert ist, dass man mal zum Zahnarzt muss. Was ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ich darf ja hier nicht lachen. Ja, genau. Du darfst nicht lachen? Oder? Natürlich darfst du lachen, warum nicht? Ist ein trauriges Lachen bei mir immer. Ja. Ja. Also Zahnarzt, das ist bisher noch gut gegangen, aber was wäre, wenn du jetzt plötzlich ganz heftige Zahnschmerzen bekämst und du müsstest wirklich zum Zahnarzt, was dann? Ich glaube, ich würde eine Zange nehmen, wenn den Zahn rausziehe. Ja. Und du hast auch überhaupt keine Sehnsucht, mal raus in die Natur zu gehen, vielleicht mal ins Meer zu fahren oder was man halt alles so halt draußen macht? Mal die Luft zu riechen, jetzt im Frühling riecht es so schön draußen. Ja, genau. Aber das mache ich doch alles in meinen Gedanken schon. Hm. Das heißt, du hast dich mit der Lebenslage jetzt so arrangiert, dass du sagst, ich wohne... Genau. Wie groß ist die Wohnung, in der du lebst? 60 Quadratmeter, glaube ich. 60 Quadratmeter. Ist eine Wohnung kein Haus? Also eine... Ja, eine Wohnung, ja, über 2 Etagen auch. Ich kann auch nach oben gehen oder wieder nach unten gehen. Ja. Und in dieser Wohnung fühlst du dich wohl und letztendlich hörst du nur von anderen Menschen, dass es dir schlecht gehen müsste. Ja, höre ich von anderen Menschen, dass es mir schlecht geht und dass ich unbedingt irgendwas dagegen unternehmen muss. Aber seitdem ich wieder sprechen kann, habe ich so viel unternommen, dass geht über das Ziel hinaus, glaube ich schon. Du sagst, seitdem du wieder sprechen kannst? Ja, seitdem ich wieder, ich konnte doch, hätte doch nie mit dir sprechen können. Erst vor einigen Wochen konnte ich wieder sprechen. Ach so, du konntest in all diesen Jahren gar nicht sprechen? Konnte ich nicht sprechen. Und erst seit ein paar Wochen kannst du das wieder? Ja. Wie kommt das? Ach, du kennst ja die Ulla, hast ja schon gerade gesagt. Ja, sehr sympathischen Eindruck. Sie ist so beleidigt worden. Bitte? Sie ist so beleidigt worden am Telefon und dann musste ich den Telefonhörer nehmen und... Und dann konnte ich wieder sprechen. Und dem Menschen Kontra geben, der deine Ulla beleidigt hatte. Ja, genau. Ach so, und du hast wirklich all die Jahre geschwiegen? Ja. Du hast nichts gesagt? Nein. Auch nicht Ja und Nein? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Und dann sprichst du jetzt so fließend? Ja. Das ist ja toll. Ich weiß nicht. Das ist ja sensationell. Jetzt gib mir mal, wir müssen mal so ein bisschen den Hörer hin und her. Ja, mach mal. Gib mir mal die Ulla nochmal, Manfred. Ja.
Ja, nochmal Ulla hier. Ulla, das haut mich ja jetzt völlig um, dass Manfred sagt, dass er bis vor kurzem über mehrere Jahre weder die Wohnung verlassen hat, noch gesprochen hat mit dir. Genau, er war nicht in der Lage, den Hörer in die Hand zu nehmen und zum Beispiel mit bekannten Menschen wie meinem Bruder, ne, zu sprechen. Mhm. Er hat immer nur mitgehört. Wir haben also ein Telefon mit Lautsprecher, der immer laut gestellt ist. Ja. Konnte jedes Gespräch immer mithören und von Weitem auch mal was sagen, aber nicht selber den Hörer in die Hand nehmen und mit den Menschen sprechen. Okay, aber konnte er mit dir denn sprechen? Mit mir immer. Ach so, da hat er sich falsch ausgedrückt gerade. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er gar nicht sprechen konnte. Dass er gar nicht, so habe ich es verstanden, ja. Nicht mit anderen Menschen. Nicht mit anderen Menschen, also mit mir, verstehe. Ja, aber mit anderen Menschen nicht. Verstehe. Jetzt sagt er ja, er hat sich so ganz gut arrangiert in der Situation und findet es eigentlich alles ganz prima. Wie siehst du es denn? Ja, ich erkenne das ja auch so. Er fühlt sich jetzt hier so frei irgendwie, befreit von allem, was vorher war, was ihn belastet hat, die Dinge so anderen Menschen so sich anzupassen und ist ihm mir auch schwer gefallen, ne? Das heißt, von deiner Seite aus besteht auch kein Druck, du musst was unternehmen, Psychologe, Psychiater, du musst rausgehen. Ja, er hatte ja die Psychiater, anfangs hatte er vor den 4 Jahren auch Psychiater besucht, ich bin auch immer mitgegangen, habe das alles mit kennengelernt und dann nachher, er hat Tabletten genommen, alles gemacht, was die geraten haben und nachher hat er gemerkt, die Tabletten, die helfen mir gar nicht. Ja. Also würdest du ihn gar nicht drängen, etwas zu unternehmen? Also auf diese Art nicht. Ich habe am Anfang gesagt, versuchen wir doch mal in kleinen Schritten doch rauszugehen. Mhm. Mehrmals öfter gesagt und irgendwann habe ich gemerkt, es kommt nicht. Es geht nicht. Ja. Ich denke, lass ihn in Ruhe. Nun ist der Fall, den ich gerade ja mit ihm auch besprochen habe, der Zahnarzt. Der Zahnarzt ist vielleicht noch was relativ Harmloses, aber er könnte ja eine andere Erkrankung bekommen. Außerdem müsste er sich ja auch mal Routine untersuchen lassen. Er ist ein Mann von 55 Jahren. Das alles passiert nicht. Wenn er jetzt ernsthaft krank würde, dann bricht dort die Welt zusammen. Wenn er raus müsste, beispielsweise in ein Krankenhaus. Ja, wir haben da schon mal irgendwas unternommen und informiert, zum Beispiel am Zahnarzt. Mhm. Und wir haben einen Zahnarzt gefunden, der wäre dann bereit, dass er dann kommen könnte, ganz früh, wenn auch kein Patient da ist, nur er alleine. Ach so, das ist schon so eine Notlösung, die wäre eventuell denkbar. Könnte man versuchen, ne? Mhm. Wenn Not am Mann ist. Ja, ja. Oder wenn jetzt Krankenhaus ist. Wir haben auch hier mit der Psychiatrie gesprochen im Krankenhaus, mit einem Psychiater, und der hat auch gesagt, man muss es genau planen, wenn ganz schnell was passiert, ja, dann. Aber der Zustand ist ja eigentlich ein kranker Zustand. Ja, so gesehen. Eigentlich schon. Er fühlt sich zwar so nicht, aber. Aber es grenzt ihn ja schon sehr ein in seiner Freiheit. Er ist zwar innerhalb der 4 Wände frei, aber sobald was Ungewöhnliches passiert. Ja, wenn von außen, wenn was kommt, dass er raus muss. Genau. Ne? Gäbe es denn. Dann schränkt ihn das schon ein, das stimmt schon. Hast du denn, oder habt ihr beide mal darüber nachgedacht, dass man vielleicht doch nicht irgendwie ein Mittel finden könnte, dass er vielleicht mit einer auch eher ungewöhnlichen Therapie, die man vielleicht auch zu Hause machen könnte, ich weiß nicht, ich spinne mal so ein bisschen rum, dass er so die vielleicht dann doch vorsichtige Schritte unternimmt nach draußen. Ja, das ist ja schon alles so. Weißt du, das Witzige war, dass mal eine Psychiaterin sagte, er sollte doch mal, er konnte ja auch die Wohnung schon nicht verlassen, das war ja am Anfang aber ja, ne? Und er sollte doch dann mal versuchen rauszugehen und einen Kaffee trinken gehen. Ja, das ist doch ein bisschen, Vater sowas rät, ne? Ja, das kann. Er kann die Wohnung nicht verlassen, aber er soll mal rausgehen und einen Kaffee trinken. So kann man es sein, das ist nun äußerst albern. Ja, mit Verlaub, Frau Doktor, falls sie zuhören sollte. So geht's nun nicht. Aber was ich im Hinterkopf gerade denke, ist halt, es wäre halt schön für ihn und für euch, wenn diese Situation sich etwas noch mehr normalisieren würde, dass er sich nicht nur wohlfühlt in den 4 Wänden, sondern vielleicht auch so ein bisschen sich nach außen bewegen. Vielleicht kommt das ja jetzt dann auch, indem man jetzt sprechen kann. Ja. Da hat sich ja schon einen Schritt wieder getan nach vorne. Finde ich übrigens sensationell. Dass er dann vielleicht auch das dann doch mal vielleicht, einen Schritt weitergeht. Jetzt möchte er den Hörer wieder nehmen. Ja. Darf ich nochmal? Ulla, dann verabschiede ich mich von dir schon mal. Ja, und okay, dann wir verabschieden uns schon mal. Ich sage erstmal zu dir Danke. Ja, ich sage zu dir auch Dankeschön für deine Auskunft und deinen Anruf. Ja. Manfred. Hallo. Manfred, aber nochmal von meiner Seite aus Hut ab und Respekt mit dem Sprechen, dass du das geschafft hast. Das
ist ja doch eine große Leistung. Und dass wir beide uns jetzt hier unterhalten, wo du früher viele Jahre mit keinem Menschen hast reden können, außer mit Ulla, aber mit keinem fremden Menschen, ist doch eine irre Leistung. Ja, ich merke schon. Du möchtest ganz gern aufhören jetzt. Und nein, ich will nicht aufhören. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ist, nein. Dass ich einfach dadurch so mitbekomme, dass da ein Wille in dir ist und auch eine Kraft. Und dass du, wenn du diesen Schritt geschafft hast, vielleicht auch noch weiter einen anderen kleinen Schritt schaffen könntest. Aber schön wäre es doch, wenn... Eine kleine Kleinigkeit noch vor. Ein Psychiater sagt mir, beschreibt doch mal eine ganz andere Schiene. Esoterik. Woll er nicht mal weiter, was der Psychiater. Chinesische Medizin oder Geistheiler. Soll ich mich darauf einlassen? Auf solche Sachen? Oder war es nur ein Witz? Weißt du, Manfred, ich will dir mal sagen, ich will da gar keine Vorurteile verbreiten. Ich finde, der, der heilt, hat recht. Ja. Wenn das ein esoterischer Heiler ist oder ein chinesischer Mediziner und das funktioniert, dann ist das richtig. Warum nicht? Warum nicht? Du kannst es ja immer wieder sofort sein lassen, wenn es nicht dein Ding ist. Wenn du merkst, da, das ist jetzt ein bisschen zu bescheuert alles irgendwie. Der katholische Kirchentag, der hängt mir jetzt auch noch nach. Warum? Ich habe mit drei Nonnen noch gesprochen. Hört sich blöd an, ne? Am Telefon? Das darf ich im Fernsehen eigentlich gar nicht sagen. Du hast am Telefon mit drei Nonnen gesprochen? Ja, natürlich. Und was haben die zu dir gesagt? Ich habe nur eine Stunde mit ihnen gesprochen und die meinten dann auch, naja, irgendwann müssen wir mal aufhören. Dauert zu lang. Ach so, ich mag schon, das ist dann zu kompliziert, das können wir jetzt gar nicht mehr in der Kürze der Zeit alles erzählen. Nee, können wir gar nicht. Ne? Also, nochmal mein Kompliment, dass du das geschafft hast. Und ich sag dir von meinem Gefühl her, ich fände es für dich und für euch gut, wenn du dich nicht nur frei fühlen würdest in deiner Wohnung, sondern vielleicht auch ein bisschen nach außen gehen könntest. Ich glaube, dein Leben würde reicher werden. Das wird alles so komplex. Kannst du mich nochmal zurückstellen irgendwo hin? Sehr gerne. Das machen wir, Manfred. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, wirklich. Und schönen Gruß an Ulla nochmal. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Mann, hier ist es warm bei mir. Das ist wirklich wie ein Brotkasten. Aber da muss ich jetzt durch. Ich möchte euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen heißt unser Thema, übrigens fangen wir morgen erst um 1.10 Uhr an. Um 1.10 Uhr. Und das Thema morgen heißt, wenn Frauen zu sehr lieben. Und ich möchte gerne mit Frauen sprechen, ja, die nicht loslassen können, obwohl sie betrogen, gedemütigt oder geschlagen werden. Damit Frauen, die mit allen Mitteln versuchen zu klammern. Mit Müttern, die ihre Kinder nicht gehen lassen können. Und auch gerne mit Partnern und Kindern von Frauen, die zu sehr lieben. Oder gibt es vielleicht auch Frauen, die sagen, man kann überhaupt nicht zu viel lieben. Also das ist unser Thema morgen, wenn Frauen zu viel lieben. In erster Linie möchte ich mich morgen mit Frauen unterhalten über dieses Thema. Gerne aber auch mit Männern, die Kontakt haben oder hatten mit Frauen, die offensichtlich zu sehr lieben. Das ist unser Thema morgen. Morgen fangen wir um 1.10 Uhr an. Ihr könnt aber ab 0 Uhr wie immer schon anrufen oder rund um die Uhr mailen. domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit Klaus. Und Klaus ist 51. Hallo Klaus. Hallo Domian, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's, Klaus? Also Domian, ich war jetzt schon sehr bewegend, was da jetzt vorher war. So. Mhm. Ich habe aber ein Problem. Und zwar, ich bin eben 51 schon und ich suche Zeit meines Lebens, also seit meiner frühesten Jugend, eine Domina als Partnerin. Ach. Also jetzt rein privat. Zeit deines Lebens suchst du eine Domina und du hast sie bisher nicht gefunden. Wie kann denn das sein? Also zum einen muss ich dir sagen, ich wohne in der ehemaligen DDR in Chemnitz. Gut, da gibt es auch sowas. Aber gab es früher natürlich nicht. Früher vielleicht auch, aber ein bisschen schwieriger zu finden. Früher war es eigentlich so gut wie gar nicht zu finden. Verstehe. Für normalen Bürger nicht. Ja. Nach der Wende war das einzige Interesse, was ich hatte, mich in entsprechenden Einrichtungen, Sexshops etc., was es alles gibt, zu informieren erstmal über Bücher, über Informationen. Ich war auch gelegentlich bei professionellen Dominas. Mhm. Das hat allerdings aufgrund dessen, dass das dann, wie am Fließband lief, nicht so das gemacht. Ach so, aber du hast dann schon durchaus eine Erfahrung oder Erfahrungen mit Dominas gemacht.
Ja, und ich habe auch ganz konkrete Vorstellungen. Und es ist eben auch so, dass mich in meinem ganzen Leben sexuell lediglich das erregt, wenn ich von dieser Domina, also meiner Partnerin, sag ich mal in Anführungsstrichen, einer Herrin, gedemütigt, erniedrigt werde, wie auch immer. Genau, so ist das in den Konstellationen. Ich verstehe, das heißt, du suchst eine private Domina für dich. Ja. Die professionelle hast du schon ausprobiert, ist aber nicht dein Ding, weil die nicht mit dem Herz dabei ist. Sagen wir es mal so. So kann man sagen, ja. Ja. Ja, aber da gibt es doch einen Riesenmarkt und riesige Foren, also, Internet und wie man die Leute kennenlernen kann. Wieso hast du dich dann nicht schlau gemacht? Doch. Also seit der Wende, wie gesagt, beschäftige ich mich nur mit diesem Thema. Ja. Und ich bin auch bis jetzt absolut noch nicht weitergekommen. Hast du Internet? Ich habe selber kein Internet. Ich war aber gelegentlich mal im Internetcafé und habe dort mal ein bisschen recherchiert. Ja. Bin aber jedes Mal wieder auf irgendeine Wand gestoßen, wo es dann nicht mehr weiterging. Hm. Also wo dann irgendwie, ich kam einfach nicht weiter. Ich kann das jetzt schlecht beschreiben. Also, was wäre dein Traum? Dein Traum wäre eine private Beziehung zu einer Domina. Wie sollte diese private Beziehung aussehen, konkret? Dass ich bei ihr als Sklave lebe. Ach so. Ja. Also hardcore, richtig als Vollzeitsklave oder nur so ein paar Stunden in der Woche? Am besten wäre Vollzeitsklave. Ach so. Aber, ein beliebtes Thema in unserer Sendung ab und zu. Das ist jetzt relativ. Ich meine, dieses SM und dominante Bereich ist eine riesen Bandbreite, ne? Ja, verstehe ich schon. Ich musste gerade nur schmunzeln, weil wir das öfters schon hier in der Sendung hatten, dass Leute erzählt haben, dass sie Sklaven haben, 24-Stunden-Sklaven, oder eben auch Sklaven, die angerufen haben, die Herren oder Herrinnen haben. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit EU-Rentner. Ego-Rentner? Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ach so, verstehe. Hat aber jetzt nicht damit zu tun, ich bin körperlich topfit. Ja, okay, nein, ich wollte es nur einordnen. Das heißt, zeitlich könntest du das wunderbar einrichten, dass du wirklich rund um die Uhr bei einer Frau in deren Haushalt auch wärst. Ja. Und würdest dann die diversen Aufgaben übernehmen, die ein Sklave halt zu übernehmen hat. Lustig, wenn hier gerade jemand zufällig reinzappt, dann denken wir auch, die haben nicht mal das im Schrank, was die da reden. Aber wir reden ja von einem Verhältnis auf beiderseitigem Einverständnis, ne? Du? Natürlich, klar. Ja. Und ich habe eigentlich jetzt bei dir angerufen, weil ich habe es leider am Freitag nicht gesehen. Aber da hat mir mein bester Freund, der eigentlich nicht an so eine Frau glaubt, der sagt, solche Frauen gibt es nicht. Der hat zufällig, ja, ich weiß es auch, aber das ist so unsere Diskrepanz. Mhm. Und jedenfalls hat er zufällig am Freitag deine Sendung gesehen und da war am Ende so eine Ecke Leserbrief oder sowas. Ja, unsere Postecke, genau. Mhm. Ja, die Postecke, genau. Ah, ja, ich weiß und da hat er mir gesagt, dass da eben eine Frau geschrieben hätte, jawohl, ich habe auch einen Sklaven. Ja. Und ich lade mir da manchmal ein paar Freundinnen ein und da sitzt der nackt unterm Tisch oder steht in der Ecke und hat uns zu bedienen. Und genau so war es. Der Sklave liegt nackt unterm Glastisch, während die Mädels oben Kaffee trinken. Ja. Und der Sklave findet das gut und die Briefschreiberin fand das auch ganz toll. Wahrscheinlich die Frauen auch, die da zu Besuch kommen. Und ich fand das auch sehr toll. Das hat mich so angeregt. Ja. Ich dachte, nee, also, wo er mir das erzählt hat, sagt, nee, jetzt versuchst du unbedingt mal bei dem Dönern reinzukommen. Ja. Ich habe es schon öfters bei dir versucht. Ich bin leider noch nie durchgekommen. Jetzt hat es mal geklappt. Nun sind wir natürlich keine Partneragentur hier, das ist dir klar, ne? Das ist mir schon klar, ja. Wir machen schon mal so Kontakte bei sehr ernsten Themen, also wenn es um Krankheiten geht, um Hilfe, konkrete Hilfe geht also und so. Ich kann dir nur einfach so tippen, geh noch mal wirklich fleißig ins Internetcafé. Und gib da nicht zu schnell auf. Ich sage dir, du wirst fündig werden. Du wirst in Foren hereinkommen und auf Seiten und mit Menschen in Kontakt treten, die ähnlich gestrickt sind wie du. Und ich glaube, dass du es dann schaffen wirst, eine Frau zu finden. Naja, das ist eben das Problem, Domian. Ich habe das ja, wie gesagt, im Internetcafé schon des Öfteren versucht. Jaja. Und es ist dann so, dass es überall heißt, okay, sobald Kontaktadressen oder irgendwas da preisgegeben werden, ja, werden Sie erstmal Mitglied für das nächste Vierteljahr und zahlen Sie mal 25 € pro Monat, dann kriegen Sie überhaupt erstmal Kontaktadressen. Alles andere war... Ja, ja. Also, da musst du halt ein bisschen suchen. Da bist du halt auf falschen Seiten gewesen. Also es gibt ja auch wirklich so Foren oder so Chaträume, wo man ganz normal reinkommt und wo man die Leute auch kennenlernt. Kann ich dir jetzt auch nicht so eine detaillierte Erklärung und Beratung geben, aber ich sag dir, die anderen finden sicher auch. Und da ist das Internet schon ein ganz tolles Forum zurzeit.
Naja, das wo ist würdest du denn, wo würdest du denn deine Grenze ziehen? Wie weit möchtest du denn gehen in deiner Sklavenschaft? Ich würde im Moment eigentlich gar keine Grenze ziehen. Oh. Außer, sag ich mal so, meine körperliche Unversehrtheit. Ah, ja, also. Aber das wäre jetzt erstmal gut. Ein paar Schläge auf dem Po schaden nichts. Ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss, auf diese Peitschen und so Nummer, das ist nicht so unbedingt das, was ich mir vorstelle. Ja, aber hör hier, Sklave, wenn du Sklave sein willst, musst du das auch mitmachen. Also, richtig, ja. Ich wollte gerade sagen, das gehört irgendwo dazu. Da muss man dann durch. Aber ich denke, wenn ich die entsprechende Herrin finden würde, dann wäre es schon so, dass da ließe sich alles vereinbaren. Also ich würde jetzt erstmal überhaupt keine Grenze ziehen. Ja. Wie gesagt, lediglich die körperliche Unversehrtheit. Du bist, also, ich gehe davon aus, dass du nicht in einer normalen, mit Anführungszeichen versehen, normalen Beziehung lebst zurzeit, nein. Ich lebe zurzeit ganz alleine. Ganz alleine. Und ich hatte vor einigen Jahren meine Freundin, mit der habe ich das mal versucht, aber die hat nach 14 Tagen gesagt, nee, also mein Ding ist das doch nicht. Ja. Da haben wir uns dann später irgendwann getrennt. Ja, aber das kann man nicht erzwingen. Hattest du denn früher mal eine Partnerschaft oder hattest du immer nur dieses im Kopf und hast das eben nicht gefunden? Ich hatte immer nur dieses im Kopf und ich nehme an, dass ich deswegen auch heute immer noch ledig bin. Verstehe. Pass mal auf, wir machen mal. Ich immer wieder das, wenn ich eine Frau sehe, ich kann mir jetzt vorstellen, auch eine Liebesbeziehung mit Kuscheln und auf der Couch sitzen etc. Also da kann ich mir genauso gut angucken, wie eine Schrankwand von IKEA aufgebaut. So. Also ja, also mit 51. Die Erregung kommt bei mir immer erst, wenn die Frau in einem gewissen Outfit, das muss nicht unbedingt Lack und Leder sein, ist natürlich nicht schlecht, und dann mit der entsprechenden aber Tasche. Ich habe schon gemerkt, die Beschreibung mit dem Glastisch, das hatte ich schon angetan, ne? Unwahrscheinlich. Vor allem auch diese Präsentation dann nicht nur vor meiner Partnerin, sondern auch vor ihren Freundinnen. Also, im Klartext, ich kann dir nicht helfen, eine Herrin zu finden. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Aber ich kann dir das wirklich sehr ans Herz legen, nochmal. Und wenn du das nicht so vielleicht kannst mit dem Internet, lass es dir erklären von Leuten, die so ein bisschen pfiffiger, oder was heißt pfiffiger, die erfahrener sind schon und ein bisschen eingearbeitet sind in diesen Bereich. Dann findest du was, ich bin sicher. Das ist ja das Problem, das habe ich ja alles versucht. Nochmal, nein, nicht immer sagen und aber, nochmal versuchen. Mensch, die anderen schaffen es auch, schaffst du es auch. Klaus. Tu mir an meine Frage. Ne? Ja, bitte. Angenommen, jetzt auf unser Gespräch hin, das hat jemand, eine Frau in der Richtung gesehen. Ja. Wäre es möglich, dass ihr wenigstens meine Telefonnummer an die entsprechende Dame weitergebt? Also ich sag's dir nochmal, dass wir gerade in solchen Sachen ja keine Kontaktbörse sind. Das möchte ich gar nicht einreißen lassen. Ich mache das nur sehr gerne bei schweren Krankheiten oder in wirklichen Notfällen. Deswegen möchte ich das nicht gerne machen. Ich bitte dich darum Verständnis, da musst du schon aktiv werden. Ich verstehe das schon, Domian, ja. Aber im Grunde genommen ist es mittlerweile bei mir fast eine Krankheit geworden. Ja, aber es ist, es ist der große Bereich der Sexualität. Und ich bitte dich einfach um Verständnis um diese Position. Sonst senden wir hier nur noch solche Anrufe und wir kommen gar nicht mehr zu anderen Dingen. Ich bitte dich um Verständnis und hoffe, dass du fündig wirst, so wie wir es gerade besprochen haben. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Und wenn du eine gefunden hast, rufst du mich nochmal an, okay? Okay. Tschüss. Okay. Ah, jetzt war ein bisschen enttäuscht, aber das kann ich nicht so, das kann ich nicht zusagen. Da muss man klare Grenzen ziehen. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, wenn Frauen zu sehr lieben. Und ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die das sagen von sich aus. Wo das Lieben dann vielleicht auch schon gar kein Lieben mehr ist, sondern sie sagen zwar, ich liebe den Mann, aber sie werden betrogen, gedemütigt, geschlagen und so weiter. Oder auch gerne mit Frauen, die einfach mit allen Mitteln versuchen zu klammern. Gerne aber auch natürlich mit den Partnern von solchen Frauen. Und auch mit Anruferinnen vielleicht, die sagen, na, was ist denn das für eine komische Formulierung, wenn Frauen zu sehr lieben? Man kann gar nicht zu sehr lieben. Da gibt es gar kein Maß. Also Liebe ist unendlich. Also wenn Frauen zu sehr lieben, unser Thema morgen, 1.10 Uhr fangen wir an. Übrigens zwischendurch mal Hinweis nochmal auf unsere tolle Fan-Seite im Internet www.nachtlager.de. Wenn ihr einiges über uns hier erfahren wollt, dann könnt ihr da mal reinklicken, nachtlager.de. Peter ist hier. Peter ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Peter, um was geht's bei dir? Also erstmal möchte ich zu dem ersten Anrufer sagen, also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Außerdem habe ich es heute in den Nachrichten gesehen. Also das war ein ganz schöner Hammer.
Das war in Hessen, ja. Hat er ja gesagt. Ja, ja, und hier ist es also hier im Maintal gelaufen und das war, also die Bilder waren schon wirklich, also wirklich sehr erschreckend, also was die an Bilder gezeigt haben. Das war schon echt grausam. Sehr schlimmer Unfall, in der ja, Tat. Ja, aber wirklich sehr, sehr schlimmer Unfall. Und wie gesagt, auf der einen Seite, also wie gesagt, erstmal herzliches Beileid natürlich, ich weiß nicht, ob ihr noch jemand zuhört. Aber ich kann das so also wirklich gut nachvollziehen, weil wie gesagt, also bei mir geht es darum, ich habe vor einem Jahr bin ich von der S-Bahn überfahren worden. Du, nochmal, du bist vor einem Jahr überfallen worden von? Überfahren worden von einer S-Bahn. Ach, von einer S-Bahn überfahren worden? Ja, genau. Wie ist denn das passiert? Und genau, ja, es war jetzt genau vor einem Jahr und 3 Wochen. Und das ist folgendermaßen passiert. Ich bin zur selben Zeit immer mit derselben S-Bahn nach Hause, immer 12.45 Uhr. Mhm. Und bin an dem Tag hatte ich MP3-Player in den Ohren und bin über diesen weißen Schritt hinausgegangen, habe auf die Anzeigetafel geguckt, ja, weil die war irgendwie zu spät. In dem Moment kam die erstmal schon angefahren, die hat natürlich schon gehupt und gebremst und alles Mögliche, ja. Das ist natürlich wirklich die Nerverei mit diesen Stöpseln im Ohr. Mir gehen die Leute immer auf die Nerven, auch wenn man Fahrrad fährt oder so. Die reagieren überhaupt nicht auf einen, weil die hören einen nicht. Ich kann das heute sehr gut nachvollziehen. Also mittlerweile habe ich mir das auch abgewöhnt, ja. Und wie gesagt halt, also ich habe halt nichts gehört und dadurch, dass er halt, also der Fahrer hat es wahrscheinlich irgendwie schon gemerkt, weil ich zu nah an ein paar dran gestanden habe, deswegen hat er schon relativ früh gebremst und ich bin halt vorne erwischt worden und habe das Glück gehabt, halt vorne, also mit dem linken Fuß vorne reinzukommen, also ich habe Hüftzertrümmerung, Beckenzertrümmerung gehabt. Also ich kann es mir nicht richtig vorstellen, du bist wirklich, hast einen Schritt auf die Gleise gemacht? Nee. Da ist immer dieser weiße Strich, der praktisch diesen Abstand regelt zu dem Bahnsteig. Ah ja, du hast einen Schritt über den weißen Strich gemacht. Und ich habe einen Schritt über diesen weißen Strich. Dann hat die Bahn dich erfasst. Am linken Bein erfasst. Und das war zum Glück aber relativ weit vorne. Und bist dann auf die Seite geschlagen? Nee, die hat mich reingezogen und da bin ich an der Seite mit ungefähr wie ein Brummkreisel. Oh. Ja, bin an der Seite mit und dabei halt wie gesagt Beckenzertrümmerung und Hüftzertrümmerung. Und habe aber das Glück gehabt, dass meine Beine also waagerecht gestanden haben, also nicht nebeneinander, also sondern waagerecht, also hintereinander. Ja. Bist du denn richtig unter die Bahn drunter geraten? Ja, ich war dann richtig unter der Bahn drunter und bin dann in diesen Zwischenraum, der immer zwischen den Gleisen ist, weil unter den Gleisen ist doch unter dem Bahnsteig immer so ein leichter Hohlraum. Ja, genau. Und da bin ich dann gelandet. Die Verletzungen waren, sag's nochmal, ich hab's gar nicht... Komplette Beckenzertrümmerung, komplette Hüftzertrümmerung. Hüfte und Becken. Ja. Das ist zwar sehr schlimm und sehr schmerzlich, aber noch glimpflich davongekommen, ne? Ja, also die Ärzte haben auch gesagt, also ich könnte meinen 2. Geburtstag feiern, und zwar, weil normalerweise endet das tödlich, oder, also was auf jeden Fall passiert, man verliert beide Beine. Ja, was ist denn mit dem Fuß jetzt? War der auch schwer verletzt? Der Fuß eigentlich selber nicht mehr, die Hüfte und das Becken hat, also in der Höhe, weil ich habe, wie gesagt, durch das, dass die hintereinander gestanden haben, hatte das Glück, dass ich durchgerutscht bin. Ja, also keine schweren Kopfverletzungen? Nein, keine, zum Glück nicht. Wie lange hast du dann im Krankenhaus zugebracht? 3,5 Monate waren es. Doch, 3,5 Monate. Ja. Wie geht's dir heute? Bist du wieder ganz hergestellt? Nein. Ach, ich habe mittlerweile einen riesen Odyssee mit Krankenhäusern. Und zwar ist bei diesem Unfall halt, hatte ich noch einen Harnröhrenabriss und eine komplette Quetschung praktisch der Weichteile. Ach so. Ja. Mit dann halt den Abriss von der Harnröhre, und die ist jetzt ausgerechnet auch noch zugewachsen auf 2 Millimeter. Oh, das klingt aber sehr unangenehm. Also Quetschung Hoden und Penis. Ja, genau. Ist das denn wieder in Ordnung oder gibt es jetzt auch? Nein. Das war, ich habe mit den Ärzten am Anfang sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt, weil mir das keiner geglaubt hat, dass das normale Wasserlassen einfach nicht mehr möglich ist. Ja. Sind die Hoden denn so verletzt, dass sie. Nein, die Hoden an sich haben zum Glück nichts abgekriegt. Ach so, und der Penis ist auch wieder einigermaßen hergestellt? Der Penis wurde einigermaßen hergestellt, aber das Problem ist halt jetzt, die Harnröhre ist halt zugewachsen. Ne? Mhm. Wenn die Harnröhre zugewachsen ist, was bedeutet das? Wie machst du? Wie ich jetzt Urin aufsetze, ist jetzt folgendes. Ich bin jetzt knapp etwas mehr als 3 Wochen aus einer Spezialklinik wieder draußen. Mhm. Ich habe jetzt einen künstlichen Ausgang. Ach so. Und der befindet sich praktisch zwischen Penis, Hodensack, und dann halt hinten weiter halt Anus. Ja.
Also, aber das ist ein künstlicher Ausgang für Urin. Für Urin, für ja. Urin. Ist das ja. jetzt eine vorübergehende Sache oder dauerhaft? Nein, die bleibt so. Also die bleibt da, sogar da so. Da erinnert sich nichts mehr dran, weil ich hatte vorher hatte ich ein, also mehrere Katheter, also halt auch ein Bauchdeckenkatheter. Mhm. Und das hatte sich so entzündet, also eine Zyste gebildet, dass es halt alles, also jetzt halt auch bei der Operation alles komplett aufgeschnitten werden musste. Oh, da hast du aber wirklich sehr unangenehme Dinge hinter dir. Wenn der künstliche Ausgang jetzt, da, das habe ich noch nie gehört, in der unteren Region ist, ja. wo hängt denn dann dieser Beutel, der den Urin auffängt? Da ist jetzt kein Beutel, der Urin auffängt. Der normalerweise, also es ist, also der hat die Blase so gelegt, dass es praktisch in einem durchgeht. Ja? Hast du denn noch einen Schließmuskel? Genau. Ach so. Und das ist das, und das ist das Problem, weil der Beckenboden ist ja mit Muskeln. Mhm. Ja? Mhm. Und es ist also schwierig, dann Urin abzulassen. Das heißt also, ich muss mich selber mindestens 5-mal am Tag selber kategorisieren. Ach du lieber Himmel, ach du lieber Himmel. Das ja. heißt, eigentlich hast du großes Glück gehabt nach diesem schweren Unfall, ja. aber ja. dennoch sind das jetzt doch sehr, sehr üble Folgen. Ja. Und vor allen Dingen, wie du sagst, auch dauerhafte Folgen, dass ja, man ja. das nicht wieder rückgängig machen nein, kann. Nein, nein, nein. Also was jetzt auch auf keinen Fall passieren darf, dass es zuwächst. Dass es zuwächst, ja, ja. ja. Mhm. Also der Professor hat gesagt, also falls es falls ich irgendwann mal Schwierigkeiten kriegen sollte beim Katalysieren, ja, soll ich mich sofort wieder melden, weil es darf auf keinen Fall zuwachsen, so. Weil es operativ dann einfach nicht mehr möglich ist, das, ja. das zu machen. Ja. Jetzt hast du diesen Unfall ja selbst verschuldet. Ja, theoretisch. Ja? Theoretisch, nein, klar, klar. Es war klar. Wie denkst du jetzt über dein Missgeschick, was du selbst angerichtet hast? Missgeschick ist noch viel zu harmlos ausgedrückt. Wie denkst du über dich? Wie also bewertest mich, du das? Für mich hat sich das Leben jetzt also wirklich völlig geändert um 360 Grad. Also ich habe ganz andere Werte und auch Sachen. Also ich lasse mir auch bei anderen Sachen halt auch viel mehr Zeit und bin halt auch viel, viel ruhiger geworden. Ja, gibt es denn auch so oft Gedanken, dass du dir selbst Vorwürfe machst und denkst, mein Gott, warum habe ich nicht aufgepasst? Warum hatte ich diese scheiß Stöpsel in den Ohren? Nicht nur das und vor allen Dingen, ich träume halt immer wieder von derselben Situation. Ne? Mhm. Ja, und ich bin immer wieder, komme ich zu dieser Situation, dass ich halt nicht wegkomme. Ja, also ich verstehe. Im Traum, also ich will immer weg, weil ich habe die Arme noch oben, ja, und bin praktisch noch mich am Abstoßen. Mhm. Praktisch, ja. Das ist ja auch ein Schock, den man erlebt, ja. wenn man sowas hinter sich hat. Du bist psychologisch nicht betreut worden danach? Nee. Also was heißt psychologisch? Klar, es kam halt mal im Krankenhaus kam halt schon mal so ein sozialer Dienst. Ja, ja gut, das meine ich jetzt nicht damit. Ja, wie ist es denn mit der familiären Situation? Bist du alleinstehend oder hast du eine Familie? Nein, nein, ich habe eine Familie. Also ich habe, Familie. Das ist ja ein ganz heißes Thema. Bist verheiratet, hast eine Frau? Nein, nein, um Gottes Willen. Nee, also wenn ich das hätte, das wäre noch schlimmer jetzt, also für mich. Also du bist allein, du lebst alleine? Ich lebe alleine, habe aber eine pflegebedürftige Mutter. Nur so. jetzt auf das Jahr 2007 zurückzukommen. Das Jahr 2007 fing damit an, dass mein Vater gestorben ist. Mhm. Ja, im April. Mhm. Ja, im Mai falle ich vor die S-Bahn. Mhm. Ja, meine Mutter liegt zu Hause, ja, hat mittlerweile den 6. Schlaganfall, ja, ist also schwer pflegebedürftig. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich halt, dadurch, dass ich halt jetzt so lange im Krankenhaus war, habe ich halt jetzt jemanden gesucht, der halt in der Zeit wenigstens meine Mutter betreut. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich das, also wirklich einen Sechser im Lotto gehabt. Ich habe ihre Cousine aushändig gemacht. Ja. Und die hat sich also bereit erklärt, das zu machen. Naja, wenigstens ein wenig Glück in dem ganzen Unglück, was du gerade geschildert also, hast. Weil das hätte ich nicht machen können. Ne? Also. Aber jetzt bist du wieder zu Hause und kümmerst dich auch um deine Mutter. Ja, natürlich, na klar. Na? Okay. Nein, dann hast du aber wirklich eine sehr schwere Zeit hinter dir. Wirklich, ja, ja. aber wirklich, Peter. Ja. Mann, oh Mann, da kann man dir ja nur wünschen von ganzem Herzen, dass du ja weiterhin noch gesünder wirst und dass die Sache, wie du es gerade unten beschrieben hast, dass das so läuft und dass da bloß sich also nicht so kompliziert. Es darf auf jeden Fall nichts mehr passieren und wie ja. gesagt, also das Beste wäre halt, wenn es halt wirklich von selber halt, ja. Also wenn es sich selber absetzen Verstehe, würde. Ja. Und vielleicht... Als Hinweis auch aus dieser Geschichte, dass man mal darüber nachdenken sollte, die vielen, vielen Menschen, die mit diesen Kopfhörern rumrennen. Ja.
ich habe noch gar keine Artikel so in Zeitungen darüber gelesen. Da muss es doch eigentlich ganz oft zu Unfällen kommen, weil man die Akustik einfach nicht wahrnimmt um sich herum. Wie gesagt, also vorhin schon gesagt, auch gerade Radfahrern, ja. Also, ja. Also, mir fällt das jetzt hier gerade auch bei uns in der Stadt, fällt mir es immer wieder auf, dass ich halt immer wieder Radfahrer sehe, die halt also alle ihren MP3-Player in der Ohren haben. Ja, oder umgekehrt. Ja. Also mir fällt es, als wenn ich Rad fahre, fällt es mir auch auf bei Joggern oder so, dass die überhaupt nicht wahrnehmen, was hinter ihnen passiert. Da kann man klingeln und gar nichts. Gar nichts mit. Also für mich, das war wirklich eine absolute Lehre für mich. Ja, also ich setze, wie gesagt, sozusagen nicht mehr auf. Verstehe. Lieber Peter, ich wünsche dir und vor allem auch deiner Mutter von Herzen alles Gute. Ja. Okay. Mach's gut. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Wenn Frauen zu sehr lieben, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, ruft an ab 0 Uhr. Um 1.10 Uhr sind wir dann hier im Radio und im Fernsehen. Wenn Frauen zu sehr lieben. So, jetzt bin ich verbunden mit Andreas. Und Andreas ist 35. Hallo Andreas. Hallo Domian. Andreas, um was geht's? Ich bin ein bisschen nervös. Leg mal los. Allzu schlimm. Ja, wie soll ich anfangen? Sag mal Stichwort einfach. Ein paar Stichworte. Meine noch Frau in Flagranti mit einer anderen Frau erwischt. Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Wie alt ist der? Jetzt 19 Monate. Und ich habe einen Suizidversuch hinter mir. Deshalb? Unter anderem, ja. Wann hast du deine Frau erwischt mit der anderen? Oktober letztes Jahr. Und danach gab es diesen Suizidversuch? Ja, danach noch nicht. Also es ist so, dass sie bi ist, das wusste ich vorher, weil wir das auch hatten versucht auszuleben. Das hat dann aber wohl nicht so funktioniert, weil sie das mit einer alten Freundin in Anführungsstrichen gemacht hat, mit der sie wohl früher schon mal eine Beziehung geführt hat. Aber bi sein bedeutet ja nicht automatisch promisk sein. Bi bedeutet auch nicht automatisch untreu werden. Richtig. Das war also miteinander abgesprochen, das war soweit klar. Ach so. Aber anschließend, wir sind selbstständig und sie hatten da auch Angestellte. Mit einer Angestellten hat sie da entsprechend angebändelt. Und ich bin dann früher in Betrieb zurückgekommen und dann habe ich sie da entsprechend erwischt. Ach so, mit der Angestellten sogar? Mit der Angestellten. Im Betrieb? Im Betrieb. Wo, in einem Lager oder in einem Büro? Nee, in einem Büro. In einem Büro. Aber näher möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich komme relativ kleinen Dorf. Okay, ist auch schon okay. Ja, so, das war im Oktober. Wann hast du deinen Selbsttötungsversuch unternommen? Das war nach einer Situation, nachdem das dann da etwas eskalierte, hatte ich sie versucht zur Rede zu stellen. Sie sagte dann, sie wollte nur mal ausprobieren und wie sie küsst und so weiter und so fort. Und habe mich dann da auch erstmal mit zufrieden gegeben. Sagen wir mal zeitlich, damit ich es ein bisschen einordne. Im Oktober war dieser Vorfall. Einen Monat später ungefähr. Einen Monat später. Was hast du denn getan? Was hast du versucht zu tun? Ich habe mich versucht aufzuhängen. Du hast dich versucht aufzuhängen? Das ist nicht mutig genug wahrscheinlich. Und woran ist es dann Gott sei Dank gescheitert? Ja, dass ich mir Gedanken über meinen Sohn halt gemacht habe. Das heißt, du hast selbst den Suizidversuch abgebrochen? Ja, ich hatte ein bisschen viel getrunken und auch bewusst viel getrunken eigentlich, um es leichter zu haben, aber hat dann halt so nicht funktioniert. So, Frau mit einer anderen Frau erwischt. Dann ging es hoch her. Dann bist du in Höhen und vor allen Dingen in Tiefen abgestürzt. Wie stellt sich die Situation denn jetzt dar? Was sagt sie über eure Beziehung? Wie siehst du eure Beziehung? Also wir haben uns dann zwischen Weihnachten und Neujahr getrennt. Und beziehungsweise sie ist dann erst einmal abgehauen. Wir haben uns dann gestritten zwischen Weihnachten und Neujahr. Oder nee, kurz vor Weihnachten sogar. Und da ist sie dann einfach abgehauen dieser Affäre und hat mich quasi mit meinem Sohn alleine gelassen. Ach so. Und hat sich dann auch fast eine Woche nicht gemeldet und war auch mehrere Tage dann nicht erreichbar, Handy aus etc. pp. Und heute? Wo ist sie heute?
Wir wohnen inzwischen getrennt, also wir leben inzwischen getrennt. Und der Kleine, wo ist der? Ja, der ist also teilweise bei mir, wobei ich im Moment beruflich sehr stark eingebunden bin. Mhm. Ich würde ihn gerne zu mir nehmen, kann es aber momentan nicht. Und bist du denn mit der Entwicklung insofern, sagst du, es ging wirklich nicht mehr oder würdest du sie gerne zurückhaben? Das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe einen anderen sehr tollen, lieben Menschen kennengelernt. Aber ich weiß es nicht. Also du hast jemanden neuen kennengelernt? Ja. Hast dich ein bisschen verliebt? Ja, gute Frage. Also ich bin ein sehr nüchterner Mensch. Verliebt sein, ja, ich weiß es nicht. Ja, merkt man doch. Ich stehe im Moment da zwischen allen Stühlen irgendwo. Ja gut, aber man merkt ja schon, ob man so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch hat. Und also ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ja. Und deine Ex, sage ich jetzt mal, wie würdest du die Gefühle denn zu der beschreiben, die du noch hast? Ich habe ihr damals dann meinen Ring gegeben und habe ihr gesagt, hör mal zu, mach dir da Gedanken drüber, wie es weitergehen soll. Und wenn du der Meinung bist, dass du wieder eine Beziehung mit mir führen willst, dann gib ihn mir wieder. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage, was für Gefühle du für sie hast. Tja. Sie ist der erste Mensch gewesen, wo ich gesagt habe, von der Frau möchte ich ein Kind haben. Und, wie lange kanntet ihr euch eigentlich schon vorher? Also wie lange kennt ihr euch? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. So, das ist natürlich ein gewichtiger Satz von dieser Frau, die erste Frau zu sagen, von der möchte ich ein Kind haben. Beantwortet aber immer noch nicht meine Frage, was für Gefühle du heute noch für sie hast. Also mein Kopf sagt mir, das ist vorbei, aber mein Herz, weiß ich nicht, ist da noch unschlüssig. Würdest du eher von ihr dich verabschieden können, wenn das Kind nicht da wäre? Vielleicht. Was sagt sie denn? Sie sagt, hat sie eine klare Stellungnahme bezogen, was sie für dich empfindet? Ja, sie sagt, sie würde mich lieben. Sie hat mir dann vor einer Woche oder vor 2 Wochen den Ring wiedergegeben. Hat aber immer noch diese Liaison da mit der Affäre und will das erst im nächsten Monat beenden, weil sie dann irgendeine Abschlussprüfung hat. Und, ja, klingt mir aber alles wie so ein bisschen Taktik und Strategie und bisschen alles so Sachen im Feuer lassen und nicht Fisch und nicht Fleisch. Klingt mir alles ein bisschen komisch. Richtig. Wart ihr mal bei einer Beratungsstelle zusammen? Ja, haben wir probiert. Und? Hat sie abgebrochen. Hat sie abgebrochen? Ja. Sie wollte dann alleine hin, das hat sie dann noch einmal gemacht, ist dann da aber auch nicht wieder gewesen. Mhm. Dazu kommt, dass sie mich zwischendurch dann auch mal geschlagen hat, ganz massiv. Vielleicht will sie einfach, verspielt die mit dir auch, dass sie einfach jetzt so überlegt, da ein bisschen was, hier ein bisschen was und ich lasse die Eisen da im Feuer und versuche hin und her. Klingt nicht so besonders gut, Andreas. Klingt nicht gut. Vielleicht, ich sehe gerade auf meine Uhr, wir können gar nicht mehr weiterreden. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Bis gleich. Tschüss. Danke. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, wenn Frauen zu sehr lieben. Im Fernsehen muss ich korrigieren. Im Fernsehen sind wir morgen um 1.10 Uhr. Im Radio sind wir aber schon um 1 Uhr und bei 1 Festival sind wir auch schon um 1 Uhr. Wenn Frauen zu sehr lieben, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und dann sind wir kurz nach 1 und um 1 wieder hier. Bis dann.